Schönen guten Nachmittag. Freut mich sehr, bin richtig überrascht, dass so viele Teilnehmer erschienen sind zu dem Vortrag. Also ich weiß, waren zuerst andere Vorträge schon, dass Leute auch durchaus was zum Mittagessen holen. Fragen wiederholen dann zum Schluss, jawohl. Gut. Ich spreche heute über On Your Data, ein Projekt, das ich mit ein paar Mitstreitern seit zwei Jahren circa durchführe, und wir sprechen über persönliche Datennutzung. Kurz bevor ich starte, möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Christoph Fabiani, ich arbeite derzeit bei der Frequentis, machen da so sichere Sprach- und Datenkommunikation, ein bisschen mehr als 10 Jahre schon. Davor war ich bei AI-Informatik und Siemens Consulting, habe also die ersten Erfahrungen gemacht. Von der Ausbildung her, Mathematik studiert, Wirtschaftsausbildung gemacht, war vorher das Datenverarbeitungsamt, weil ich da gerade bekannte Gesichter sehe. Ja, habe 3 kleine Kinder, das ergibt mir im Moment die Chance, dass ich in Elternteilzeit bin, nur 2 Tage die Woche arbeiten muss, unter Anführungszeichen, und ein bisschen Zeit für Projekte habe. Und eines der Projekte, die ich da eben vor 2 Jahren begonnen habe, war On Your Data. Und ich möchte da jetzt ein bisschen vorstellen, wie ist es uns damit gegangen, was waren eigentlich die Motivationen, was ist auch schiefgegangen dabei und wo stehen wir heute und wie kann das Ganze weitergehen. Ist zwar jetzt ein bisschen so ein Classroom-Setting, aber bitte, wenn irgendjemandem was einfällt während der Vortrag, wenn sie sagt, okay, mit dem stimme ich eigentlich überhaupt nicht überein oder ja, finde ich gut, bitte entweder Hand heben oder von mir aus gerne auch gleich direkt reinsprechen. Also schauen wir, wenn wir es ein bisschen interaktiv machen, ist es sicher keine schlechte Sache. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, hat vor knapp 4 Jahren begonnen. Ihr könnt sich vielleicht noch erinnern an die liebe Frau Merkel, die damals am 19. Juni gesagt hat, bitte, Internet ist Neuland. Alle haben darüber gelacht, haben gesagt, die alten Menschen, die Politiker, sie haben ja keine Ahnung, was Internet ist. Natürlich wissen wir, was Internet ist, und das ist bei weitem nicht Neuland. Und manchen ist allerdings eh schon das Lachen im Hals stecken geblieben. Und zwar, was ich euch jetzt einladen möchte, ist, na, was ist denn, wenn sie recht gehabt hätte, die liebe Frau Merkel? Was ist denn, wenn wirklich Internet Neuland ist? Wenn wir jetzt uns das Mittelalter anschauen, wer hat das Mittelalter regiert? Da hat es einen Papst gegeben, da hat es einen Kaiser gegeben, einen König oder so. Und die haben eigentlich für diese Leute, hat man gearbeitet, hat seine Arbeitskraft hergegeben. Und das war einfach ganz üblich, man hat es einem Zehend geleistet. Wenn wir das jetzt vergleichen mit dem heutigen, unserer heutigen Zeit, dem Informationszeitalter, ja, wir haben da unsere schönen Tools wie Gmail und Facebook, und ich möchte fast ein bisschen sagen, mir erinnert der Eric Schmidt und Mark Zuckerberg von Google und Facebook, sind das nicht unsere heutigen Päpste und Kaiser, für die wir gratis arbeiten, beziehungsweise gratis unsere Daten hergeben? Jetzt einmal so das Gedankenanstoß. Und wenn wir das dann weiterführen, diese Idee, und sagen, naja, wodurch ist denn das Mittelalter abgelöst worden, wenn wir sagen, okay, wir geben gratis unsere Daten her, wir arbeiten damals gratis. Es war dann ein Kant, der aufgestanden ist und gesagt hat, sapere aude, wagt es, eure Vernunft zu gebrauchen. Und heute könnte man jetzt weiterdenken, ist es vielleicht ein Kevin Kelly, der sagt, quantify self, schaut euch eure Daten an, vielleicht können wir was lernen aus den Daten, vielleicht können wir bessere Menschen werden, mehr Freizeit haben, gesünder leben, vielleicht weniger Geld ausgeben. Wieder das Gegenüberstellung. Wenn wir uns anschauen, was ist dann aus der Aufklärung geworden? Es hat uns die Demokratie gebracht. Ja, da war vorher eine französische Revolution, wo durchaus ein paar dran geglaubt haben. Könnte man jetzt vielleicht auch mit dem arabischen Frühling wieder vergleichen, wo jetzt Social Media dazu geführt hat, wirklich so ein Uprise in Afrika, im Nahen Osten hergeführt hat. Aber im Prinzip, was uns gebracht hat, ist, dass wir gesagt haben, bei der Aufklärung, Demokratie, wir müssen unbedingt verhindern, dass einzelne Personen zu viel Macht haben. Wir haben gesagt, okay, Demokratie, Gewaltentrennung, wir haben jetzt die Legislative, Exekutive, Judikative, und die müssen wirklich getrennt sein. Wenn das in einer Person oder in wenigen Personen vereint ist, haben wir ein riesengroßes Problem. Und jetzt sage ich beim Informationszeitalter, vielleicht brauchen wir etwas, und das ist jetzt, wo wir ein bisschen zur On Your Data hinkommen, was wir bezeichnen als informationelle Gewaltentrennung. Ganz ein furchtbares Wort. Allerdings wäre es vielleicht, aus Deutschland kennt die informationelle Selbstbestimmung. Das war damals 1983, wie es geheißen hat, naja, welche Daten muss ich denn jetzt eigentlich dem Staat bei der Volkszählung geben und was darf der Staat damit machen? Da gibt es ein ganz wichtiges Urteil aus 1983, dass im Prinzip die Daten sehr wohl den Bürgern gehören und dass der Staat da jetzt nicht einfach überall hin zugreifen kann, dass auch Firmen nicht einfach auf alle Daten zugreifen können. Und wir wollten eigentlich diese Gedanken weiterführen und sagen, okay, wenn ich mir diese 3 Grundobjekte im Internet anschaue, das ist auf jeden Fall mal der Benutzer,
wir als Mensch stehen da, wir haben jetzt Daten, wir haben unsere Informationen, wenn wir jetzt irgendwas mit uns machen, und wir haben dann Algorithmen, die jetzt unsere Daten verarbeiten. Und ich glaube, wenn man es jetzt da anschaut, irgendwelche Angebote von Google, von Facebook, was die ganz stark uns hineintreiben wollen, ist, dass alle drei Sachen gemeinsam bei ihnen stattfinden. Das heißt, sie wollen, dass wir ihre Daten in der Cloud speichern, sie wollen diese Daten in der Cloud verarbeiten und sie wollen genau wissen, welche Person ist es. Nicht welche Personengruppe oder so, sondern wirklich auf die Person runter. Und was wird es im Prinzip mit On Your Data? Durchaus ein bisschen blauäugig gesagt haben, okay, wir wollen die informationelle Gewaltentrennung. Wir sagen jetzt, niemals sollen die drei Objekte auf einmal zusammenkommen. Wenn ich jetzt irgendwo Daten habe, dann dürfen die maximal, dass ich weiß, welchen Benutzer die gehören, aber ich darf nicht wissen, was hat der Benutzer jetzt vor mit diesen Daten. Oder wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwo eine Applikation, mein Office oder sonst irgendeine Applikation, die macht was, soll ich nicht wissen, mit welchen Daten ich das mache. Das war irgendwie die Idee, mit dem wir losgezogen sind. Habe dann auch ein paar Vorträge gehalten, haben dann Projektanträge geschrieben und juhu, nette Idee, hat uns finanziert, wir haben da 50.000 Euro gekriegt, war schon relativ viel Geld für uns. Mein zweiter Sohn ist gerade geboren, ich habe auch wieder ein bisschen Zeit gehabt, neben ein bisschen auf den Sohn schauen, am Abend irgendwie in der Nacht gesetzt und ein bisschen programmiert. Und was wir im Prinzip gemacht haben, gesagt, okay, wir bauen einen Datentresor, einen Ort, wo ich alle meine Daten speichern kann. Ihr kennt es jetzt vielleicht von irgendwelchen OnCloud oder jetzt da heißt es Nextcloud, vielleicht kennt jemand diese Boxen, die stellen wir jetzt in meinem Keller oder was hin und dort speichere ich meine Daten, das heißt, ich muss das nicht online speichern, beziehungsweise es gibt jetzt auch die Leute, die sagen, na, mir taugt das, aber wenn das jetzt online ist, ich mag mich gar nicht darum kümmern, deswegen, also wir haben da zwei Ausprägungen dafür, das eine, haben uns angeschaut, wo kann man Daten am sichersten speichern, also wir haben einen Juristen bei uns im Team und der hat gesagt, wem hat die ganzen Länder auf der Welt analysiert, am sichersten, wenn man legale Daten hat zu speichern, ist in Schweden, haben einen Server in Schweden gekauft, dort rennt jetzt dieser Datentresor und dort kann sich jeder von euch im Prinzip diesen Datentresor betreiben und seine Daten dort speichern. Oder wenn sie sagt, okay, nein, ich möchte das wirklich bei mir daheim haben, zum Beispiel auf einer Nextcloud-Box, also das Ganze rennt auf einem Raspberry Pi, läuft diese Software und dort kann ich Daten reinspeichern. Ja. Bitte? Der ist gratis. Ich zeige es euch jetzt dann auch gleich. Also wir zahlen dort, ich glaube, 1.000 oder so im Jahr, aber nachdem wir im Moment nicht die Idee gefördert sind, also das finanziert uns im Prinzip diese Förderung, haben uns einen fetten Server gekauft und dort starten wir einfach Instanzen, immer wenn sich jemand so einen Datentresor einrichten möchte. Kurz ein bisschen, nachdem wir am Technikum sind, darf ich ein bisschen über Technik zumindest sprechen. Wie funktioniert das Ganze? Also hört sich vielleicht jetzt irgendwie vielleicht Magic an, Datentresor ist aber eigentlich was relativ Einfaches. Das Ganze ist nichts anderes als eine Postgres-Datenbank mit einer definierten Datenstruktur drinnen. Ich greife auf dieses Ding zu über eine OAuth2-Authentifizierung. Das heißt, ich definiere genau über sogenannte Manifeste, wenn ich jetzt ein bestimmtes Programm bin, darf ich auf bestimmte Entitäten in der Datenbank entweder lesen, schreiben, ändern oder löschen zugreifen. Das habe ich da definiert. Dann habe ich noch ein paar Systemdienste, Sachen, die mir jetzt Backups erstellen für Suche und so weiter. Das Ganze bietet seinen eigenen kleinen Webserver an und das Ganze steckt in einen Docker-Container. Docker-Container gibt es jetzt dafür x86-Architektur und AMHF. Also das heißt, wir können das jetzt auf jeden Server im Prinzip relativ über Docker ran starten. Und das ist jetzt einmal meine Entität-Datentresor. Und auf der anderen Seite gibt es sogenannte Apps, die sagen jetzt genau über ein Manifest, ich bin eine App, zum Beispiel eine Kontoentwicklungs-App, ich greife jetzt genau auf meine Kontodaten zu und kann die jetzt visualisieren, kann irgendwelche Sachen damit machen. Und genau diese Apps sind jetzt auch wieder einzelne Container. Jetzt kann ich mir dann überlegen, gut, den Datentresor vielleicht, weil es angenehm ist, möchte ich in der Cloud betreiben und meine Apps installieren immer entweder auf meinem Laptop oder ich lasse jetzt auf einem Raspberry Pi oder was laufen, dass ich wirklich genau diese Trennung habe, wo sind meine Algorithmen und wo sind meine Daten. Kurz vielleicht eine... Nein, im Moment der Postgres-Datenbank, allerdings da ist jetzt gerade heftige Diskussionen, ob da nicht Elasticsearch oder was vielleicht besser wäre. Dass wir das vielleicht einmal wechseln. Aber im Moment ist eine Postgres-Datenbank, die einfach verschlüsselt ist. Okay. Bitte. Das ist gut. Ich werde fragen, die Datenbank selber, die Daten sind verschlüsselt. Ja, allerdings, großes Problem. Kommen wir dann noch dazu. Im Moment ist das verschlüsselt. In dem Moment, wenn ich in den Datentresor einbrechen würde und ich habe Admin-Zugang, kann ich mir trotzdem mit einem PSQL drauf denken. Also ganz großes Ziel, da kommen wir dann eh noch dazu. Was wir brauchen, ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Da verschlüsselt und nur die App kann es entschlüsseln. Und dort also wirklich um Endpoint. Haben wir noch nicht, aber ist ganz, ganz eine wichtige Geschichte und ein paar andere Sachen auch noch.
Welche Apps gibt es jetzt schon einmal? Sind jetzt da nicht wirklich strukturiert entstanden, sondern einfach nur, was irgendwie so Zurufe war von Leuten, hey, wäre doch cool, wenn es das geben würde, beziehungsweise ein paar Ideen, die wir selbst gehabt haben. Es sind im Moment, wenn man es abzieht, ich glaube 14 Apps, geht aus dem Gesundheitsbereich, so ein sogenanntes Allergietagebuch, da kann ich genau mitschreiben, beziehungsweise es wird für mich protokolliert an dem Ort, wo ich wohne, welche Pollenbelastung habe und ich kriege jeden Tag zum Beispiel ein E-Mail und es fragt mich, wie gut geht es mir und dann kann ich mir Korrelationen ausrechnen lassen. Bin ich zum Beispiel auf Gräser allergisch oder Pilzsporen oder auf sonst irgendwelche Sachen. Beziehungstracker, wir haben eine Dame im Team, die gesagt hat, okay, das ist eine relativ witzige App, da kann man mit seinem Partner vergleichen, wie geht es dem, wie geht es einem selbst und dann sagt er, ihr geht schlecht, ihm geht es gut, könnte irgendeinen Zoff geben in nächster Zeit, ganz witzig. Ganymo ist eine Sache, das haben wir mit einer anderen Firma gemeinsam, also mit einem anderen auch Open Source Projekt gemeinsam gemacht, ein Babymonitor, der jetzt nur irgendwie im lokalen WLAN funktioniert, der zeichnet einfach auf, wenn das Baby schreit oder so und da haben wir irgendwie ein kleines Plugin geschrieben, dass das jetzt zum Beispiel in meinen Datentresor reinschreibt, wann hat es denn in der Nacht geschrieben, also wir haben drei kleine Kinder, schlaft zum Glück der Kleinste auch nicht mehr bei uns oder so, aber ist der irgendwann in der Nacht eigentlich immer unruhig? Und wie oft ist es der Fall? Würde ich niemals solche Sachen eigentlich im Internet speichern wollen, aber im Prinzip, wenn das daheim auf meiner Box läuft, ist nicht uninteressant, in der Früh einfach einmal reinzuschauen oder so, war es da mal laut. Ja, unterschiedlichste Geschichten oder so. Das ist das. Bei einem. Ja, richtig. Die Frage war zuerst, bei Fitbit, landen die bei Fitbit oder bei uns? Wer es kennt, Fitbit, das sind diese kleinen Dinger, das ist der Fitbit One, glaube ich, der zählt jetzt mit, wie viele Schritte ich mache, wie viele Stiegen ich steige und ein paar andere Geschichten. Nein, landen auch bei Fitbit. Das ist eine ganz wichtige Geschichte auch für uns von On Your Data. Wir sehen uns jetzt weniger als Datenschützer, als vielmehr als Datennutzer. Bei vielen Dingen erzeugen wir wirklich einfach täglich unsere großen Datenmengen und die landen jetzt dabei in Google, bei Facebook oder bei Fitbit. Was wir sagen, okay, fangt zumindest in den ersten Schritt an, eure Daten einzufordern. Es ist eine riesengroße Chance, dass wir jetzt nicht unsere Daten von irgendwelchen Firmen auswerten lassen und die sagen uns dann, ja, du bist gesund oder du bist nicht gesund, sondern dass ich die Rohdaten selbst habe und mir selbst eine Meinung davon bilden kann. Also alles, was wir zum Beispiel in dieser Fitbit-App haben, ist, wir greifen auf den Server von Fitbit zu und holen uns eine Kopie davon. Also wir können nicht unterbinden, wäre natürlich jetzt auch interessant, dieses Ding zu reverse-engineeren und gar nicht die Daten wegzuschicken. Ja, wäre interessant in einem nächsten Schritt, aber in einem ersten Schritt sagen wir mal nur, wir behalten uns eine Kopie und machen eine alternative Sicht auf die Daten. Das ist unser großes Ding im Moment. Ja. Die haben natürlich, was dieses Ding liefert, sind ja wirklich die ganzen Sensorwerte aus irgendwelchen Lagesensoren, aus Gyrosensoren und sonstige Sachen. Die haben die Rohdaten. Wir können in dem Fall im Moment nur auf die bereits verarbeiteten Daten zugreifen. Sie haben teilweise mehr. Es ist ein erster Schritt. Und es ist natürlich weiterhin notwendig, wenn man sich dort registriert, weil sonst geht gar nichts. Ja, und du brauchst einen Account oder so. Allerdings, das haben wir letztes Jahr bei NetID eingereicht, das haben wir leider nicht bekommen, wir wollten ein Open-Source-Ding bauen. Die schöne Sache ist, man baut jetzt schon einmal Infrastruktur auf, wie gehe ich jetzt mit meinen Gesundheitsdaten um? Und ich habe da zumindest schon einmal eine Struktur und dann idealerweise ist natürlich das fernere Ziel, einfach wirklich Open-Source und Open-Hardware zu haben, dass das gar nicht einmal zu anderen Firmen geht. Noch eine Frage. Die Frage war, besteht die Möglichkeit, Blobs zu speichern? Im Moment schaut der Datentresor so aus, er akzeptiert jegliches JSON-Objekt. Und wenn in dem JSON dann irgendein Blob drinnen steht, ist es auch okay. Also in dem Manifest definiere ich, wie schaut die Datenstruktur aus, wo lege ich das ab, wer darf damit umgehen und das kann alles sein, auch ein Blob. Könnte man auch, auf der anderen Seite, da gibt es eigentlich schon so Sachen, eben sei es jetzt der OnCloud, NextCloud, da gibt es schon spezifische Anwendungen. Wo wir uns darauf konzentrieren, das sind eigentlich unstrukturierte Daten oder wirklich so Listendaten. Wenn das Ganze wirklich dateibasierte Daten sind, würde ich fast auf so Lösungen verweisen, die es schon gibt. Was wir jetzt nur versuchen, dass wir uns wirklich jetzt mit denen integrieren und dass wir sagen, es gibt eine Lösung, wo ich sowohl dateibasierte als auch solche freien Daten erfassen kann. Ja, nächste Frage. Der Qualitätstracker, das war aus einem furchtbaren Ärgernis, wie ich in Mödling bei der ÖBB gestanden bin und wieder mal der Zug ausgefallen ist, also ich wohne im Süden in Bad Vöslau und ich wollte einfach mitschreiben,
wie oft passiert es mir eigentlich, dass entweder der Zug spät kommt, dass der Zug ausfällt oder so. Und wir haben ja eben auch eine Mobile-App und da kann ich dann einfach erfassen, mit diesem Timestamp ist jetzt zum Beispiel wieder Zug ist ausgefallen, Zug ist verspätet und so. Um irgendwie zu sehen, gefühltermaßen, um Gottes Willen, wie schlimm ist die ÖBB, tatsächlich sind zwei Einträge seit diesem Jahr drinnen. Ist eigentlich eh nicht so schlecht, wenn man ehrlich ist bei der ÖBB. Vielleicht habe ich jetzt einen dritten nicht aufgeschrieben oder so, aber im Moment ist natürlich, wo man sich sehr ärgert und aus dem heraus habe ich das geschrieben. Ich glaube, ich habe es dann auch für eine kleine Demo verwendet. Sowas baut man im Prinzip an einem Abend zusammen. Also es gibt fertige Templates schon, wie man solche Apps entwickeln kann. Vielleicht auf Hinweis, wie funktioniert das Ganze? Dieser Datentresor ist eine J-Hipster-Applikation, also im Prinzip Java. Java-Server und die ganzen Apps sind in R entwickelt. R mit Shiny. Wir können es uns kurz anschauen. Wie schaut das Ganze aus? Es gibt die On Your Data Webseite, Nothing Fancy. Und was ihr machen könnt, weil die Frage war, wie komme ich zu so einem Datentresor? Entweder das Ganze, alles, was wir entwickelt haben, ist MIT-License, steht auf GitHub zur Verfügung und es gibt die fertigen Docker-Container auf Docker Hub. Oder man gibt einfach seine E-Mail-Adresse da ein, Datentresor anfordern und bekommt ein paar Minuten später ein E-Mail zugeschickt, dann mit einer URL, wo sein Datentresor läuft. Wenn ich so einen Datentresor in Schweden laufen habe, kann ich den kopieren? Ja, es gibt so eigene Daten, also ein Backup-Up, wo ich mir dann im Prinzip die ganzen Daten, die ich dort abgelegt habe, herunterladen kann. Und ich kann dann, wenn ich einen Datentresor zum Beispiel lokal starte, mit diesem Backup-File starten und dann fordere ich diese Daten hoch. Ich fordere mir einen Datentresor an, wie schaut der dann aus? Alles, wie gesagt, noch nur ein bisschen am Anfang. Ich melde mich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an, gerade also für das, was jetzt der Weblösung ist. Habe hier meine Apps. Da gibt es eben diese 14 Apps im Moment. Und wenn ich so eine App öffne, zum Beispiel die Kontoentwicklung, da lade ich mir einmal im Monat von meiner EasyBank-Konto den Kontoauszug runter, importiert das und der stellt mir dann zum Beispiel dar, wie war denn die Kontoentwicklung, ich kann mir irgendwelche statistischen Auswertungen anschauen, wie viel habe ich Bankomat abgehoben, wie viel habe ich in Supermärkten ausgegeben, ist alles natürlich aus. Ein bisschen für Geeks, also dass ich im Prinzip mit Regular Expressions die Sachen zusammen kopieren kann und mir anschauen kann. Also ist eine sehr frühe Version, aber im Prinzip es soll einmal die Möglichkeit darstellen, was könnte man denn nicht alles machen, wenn man diese Daten hat. Vielleicht noch, wie ist aktuell unser Status? Wir haben eine nette Förderung gehabt, wir werden jetzt die Folgeförderung ansuchen. Google fördert uns interessanterweise. Sie kann man vorstellen, Sie haben es irgendwie nicht genau durchgelesen, was wir machen. Aber und im Prinzip, was wir bekommen haben, ist eine Förderung, dass wir gratis AdWords schalten können, was uns aber durchaus einen gewissen Traffic bringt. Also ich glaube, wir können um über $300 pro Tag auf Google werben. Das ist schon einiges. Wir haben jetzt mit einigen Unis, auch da mit dem Technikum Wien, Kooperationen. Letztes Jahr haben wir ein Summer of Code gemacht, wird es dieses Jahr auch wieder geben, wo Leute selbst irgendwie Apps entwickeln, irgendwelche manchmal Marketingmaßnahmen oder was wir machen. Wir testen das Ganze im deutschsprachigen Raum. Es gibt nur deutsche Versionen im Moment. Irgendwann werden wir uns die Arbeit machen, das Ganze übersetzen, aber halt im Moment noch nicht. Wer ist das Team im Moment? Wir haben User Interface und Marketing. Einen Entwickler, einen zweiten Entwickler jetzt, dann der Mischa ist unser Jurist und ich bin von meiner Ausbildung her, habe jetzt einmal Data Scientist hingeschrieben, ist ein bisschen hochtrabend, aber im Prinzip ich bin derjenige, der jetzt hauptsächlich irgendwie die Datenvisualisierungen und so weiter macht. Wenn man sich anschaut, wenn man da jetzt irgendwie zwei Jahre daran, bitte. Den Daten selber, okay, runterladen und Kopie haben, okay, gibt es auch eine normierte Zugang, also alle diese Daten, ich möchte sie gerne als JSON haben, oder ich möchte sie gerne als CSV haben, oder gibt es da eine normierte Daten? Jede App, also die Frage war, gibt es einen normierten Daten-Output von den Daten, die wir hier sammeln? Es funktioniert so, jede App setzt eine gewisse Datenstruktur voraus. Also ist auf GitHub schön dokumentiert und sagt jetzt, diese Kontoentwicklungs-App setzt voraus, dass eine Kontozeile so und so ausschaut. Das kann ich mir entweder als JSON anschauen oder ich kann es bei jeder App aus CSV-Datei, die zwei unterstützen wir nämlich genau, runterladen. Das ist es jetzt. Also ich müsste mir dann irgendwelche ETL-Prozesse oder was selber schnitzen, damit ich das jetzt in andere Formate oder so bringe. Beziehungsweise da ist jetzt eine große Idee oder Diskussion im Moment, wo ich mir dann nicht überhaupt Elasticsearch oder was dahinter setzen, um das Ganze flexibler zu gestalten. Werden wir mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Es war jetzt einmal so der erste Schritt, was ist möglich? Wir sind ausgezogen, haben gesagt, ja, wir brauchen die informationelle Gewaltentrennung.
Und ich würde einmal sagen, wenn die Hälfte der Leute, die im Moment hier im Saal sitzt, jetzt der Onya Data-Nutzer werden würde, würden wir unsere Benutzerzahl mehr als verdoppeln. Das heißt, Leute hören sich das an, sagen, ja, eh war super, aber um ehrlich zu sein, es hat erstens einmal sicher auch noch teilweise kompliziert zu verwenden, wird sicher auch noch genug Bugs oder was drinnen haben. Aber im Prinzip, wir sind im Moment so ein bisschen jetzt in einer Reflexionsphase und sagen, okay, wie kann es denn weitergehen? Und das ist jetzt eigentlich der zweite Teil von dem Talk, wo ich ein bisschen drüber sprechen möchte. Naja, was sind denn eigentlich so die Problemstellungen? Woran krankt denn das System? Oder wo sehen wir eigentlich, dass das System krankt? Und mag da ein bisschen genauer reinschauen. Und wie gesagt, also wenn ihr Ideen, Fragen habt, bitte unterbrecht sie mir auch gleich. Ein wunderbares Buch, das es dazu gibt, ist von der Casey O'Neill, vielleicht kennen Sie ein paar schon, dieses Weapons of Math Destruction. Auf der einen Seite, wo sie sagt, okay, Daten sind wahnsinnig wertvoll, ich glaube, da können wir uns alle einig sind, da habe ich dann ein paar Zahlen dazu, allerdings sind die Daten im Moment wirklich nur für die Internetfirmen wertvoll. Es sind unsere Daten und trotzdem profitieren irgendwie andere davon. Und zwar, sie haben Algorithmen. Das ist das, was unsere ganze Economy im Moment ausmacht, wenn ich mir anschaue, warum ist ein Tesla so wahnsinnig hoch bewertet, höher bewertet als ein Ford, also General Motors. Das ist nicht, weil sie so tolle Autos bauen, um ehrlich zu sein. Man schaut nicht aus, Tesla-Wagen und so weiter, aber das ist jene Firma, die die meisten Straßendaten und die meisten Daten von Fahrverhalten hat auf der ganzen Welt. Und damit können sie ihre Machine Learning-Algorithmen am besten wirklich trainieren und haben damit die besten Ergebnisse. Das ist nicht mehr, dass da Leute dort sitzen und irgendwelche Sachen coden, wie soll das Auto fahren. Wie das Auto fährt, wird durch Daten im Prinzip trainiert. Und wer die meisten Daten hat, ist im Moment die mächtigste Firma. Das sehen wir bei Google und das sehen wir auch bei Tesla. Das Zweite, was diese Firmen ausmacht, wenn man das von Weapons of Mass Destruction spricht, was die Algorithmen ausmacht, sie sind undurchsichtig, opak. Wir wissen nicht, wie diese Algorithmen funktionieren, wir können nicht reinschauen. Großes Problem ist in dem Moment, also, ich darf jetzt keine Firmennamen nennen, wenn man mit denen zusammenarbeitet, da kommt dann immer gleich, okay, das ist Firmen-IP, also unsere Intellectual Property, wie dieser Algorithmus funktioniert, das dürft ihr gar nicht verwenden, das haben wir patentiert. Ihr wartet jetzt nur darauf, dass irgendwann einmal, was nicht, die Addition von irgendeiner Firma auch noch patentiert wird oder so und dann muss ich Lizenzgebühren zahlen, wenn ich irgendeinen Windows-Calculator verwende oder so. Also das ist total irre, was da eigentlich passiert. Und aus diesem Zusammenspiel zwischen Daten und Algorithmen bilden sich eigentlich extrem mächtige Märkte, wo mir vorkommt, gegen den Benutzer, gegen uns, wo wir eigentlich irgendwie die Lieferanten sind und dann auch wieder die Käufer von den Produkten sind. Und ich glaube, in diesen drei Bereichen, Daten, Algorithmen und Märkte, müssen wir ansetzen, wenn wir irgendwie, was wir zumindest empfinden, dieses Ungleichgewicht wieder aufheben wollen. Wie reagieren Leute heute darauf, wenn man ihnen das erzählt? Da gibt es meistens zwei Gruppen. Die linke Gruppe ist, don't care, meine Güte, ich kann eh nichts machen, ich kenne mich eh nicht aus, ist mir wurscht, ich tue einfach so weiter, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Dann gibt es durchaus die andere Gruppe, okay, ich höre auf, Internet zu verwenden. Gibt es eine wunderbare Studie aus den USA letztes Jahr. 57% der Amerikaner haben ihr Verhalten im Internet bereits so weit eingeschränkt, dass sie gewisse Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen, beziehungsweise dreimal nachdenken, mache ich das überhaupt? Mein Problem damit ist, um ehrlich zu sein, ich finde es wirklich toll, was es an Services, an Diensten im Internet gibt, was ich nicht alles damit machen kann. Also Facebook hat ja durchaus einen Nutzen, wirklich mit Leuten in Kontakt zu sein. Wenn ich jetzt dahin gehe, dass ich sage, okay, ich verwende es nicht mehr, weil ich so viel Angst habe, ist es für mich jetzt auch irgendwie der falsche Weg. Und das, was wir halt irgendwie proklamieren wollen, ist, werden wir doch mündige Internetbenutzer? Sind wir uns bewusst der Daten, die wir da haben? Speichern wir die Daten selbst und machen wir was damit? Aber ich glaube, wir müssen zuerst einmal die Leute unterrichten, die Leute dazu bringen, enablen, dass sie die Daten verwenden können, dann verstehen sie, welche Macht sie haben und dann werden sie es vielleicht nicht mehr weitergeben. Aber das ist immer genau das, dass Facebook nicht mehr verwendet wird, was ich ja durchaus propagiere. Na, ich glaube, also die Frage war jetzt da, was wir bei Facebook... Daten dort zu speichern, woanders zusätzlich ja? Zu speichern, bringt nichts, weil die Daten trotzdem bei Facebook landen. Ich glaube, wenn wir die Daten woanders speichern, wenn jetzt alles das, was ich in Facebook reinschreibe, auch bei mir speichere, baue ich damit einen gewissen Datenschatz auf und irgendwann kann ich dann, da gibt es ja dieses Diaspora, dieser Facebook-Klon, den sie versucht haben, aber der hat nicht funktioniert, einfach weil zu wenig Daten drinnen sind. Wenn ich aber jetzt in den ersten Schritt einmal die Daten habe und das machen genug Leute, kann ich dann plötzlich zu einem anderen System wechseln. Dieses Freedom to leave, but not to lose. Das ist ja eine der
Grundanforderungen, die jetzt, glaube ich, auch von der Free Software Foundation oder so kommt, wo sie sagen, Leute, wir dürfen die Leute nicht einsperren bei den Services. Sie sollen frei wechseln können und dann soll das Beste gewinnen. Und deswegen sage ich, okay, kauft euch einmal eure Daten, habt zumindest eine Kopie davon, verwendet es irgendwie noch 2 Jahre weiter Facebook, aber wenn das dann wirklich irgendwann einmal ein Viertel, die Hälfte der Facebook-Benutzer macht, hat er ein anderes Service, das das gleiche anbietet wie Facebook, plötzlich die Chance überhaupt einmal dagegen anzutreten. Weil solange Facebook immer alle Daten hat, werden sie immer vorne sein. Aber wenn das jetzt eine Open-Source-Variante davon ist, beziehungsweise ich habe dann überhaupt einen Konkurrenten. Aber ob das Open-Source ist oder nicht, im Endeffekt funktioniert Facebook nur durch die Datenverknüpfung von vielen. Mhm. Und damit hat Facebook die Macht. Und wenn ich einem anderen die Macht gebe, habe ich nichts gewonnen. Naja, aber wenn die Macht jetzt plötzlich bei den Benutzern ist, finde ich, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Wie wird die Macht bei den Benutzern sein? Da kommen wir dann dorthin. Wie kommen wir dann bei den Daten hin? Was kann man dann, wenn man plötzlich die Daten selbst hat, was kann ich damit machen? Kann man dann gleich 2 Folien noch, dann sind wir dort. Es sind schon ein paar nette. Die Frage. Apache sucht nicht deine Freunde, die du über 3 Hops praktisch irgendwo mal beim Erasmus-Studium vor 10 Jahren kennengelernt hast und den findet er jetzt auf einmal. Nein, die habe ich als Mailing-Listen. Ja, aber es ist die Einfachheit der Benutzung, haben sie schon einiges geschafft und vor allem, was ich toll finde, wenn man einfach in Facebook lesen anfängt, die schaffen es wirklich, mir plötzlich 5 Minuten meiner Zeit zu stehlen. Während wenn ich jetzt einen Apache-Server oder was konfiguriere, denke ich mir schon, okay, vielleicht mache ich es überhaupt erst morgen oder so. Also allein dieses Social Engineering, das sie geschafft haben, durchaus Head-Up, was sie da teilweise schaffen. Auch sehr wichtig ist, dass Facebook auf jeder Seite, wo ich so dieses Facebook-Like habe, meine komplette Browser-History habe. Also auf jede Seite, wo ich gehe, wo ein Facebook-Like-Button mir angezeigt wird, weiß Facebook, dass ich auf dieser Seite drauf war. Also nur wenn man eingeloggt ist. Ja. Nur für Facebook. Also die haben schon einiges gebaut. Das stimmt nicht, dass es nur hat, wenn man es eingeloggt ist. Die Cookies sind trotzdem da. Die Cookies kriegen sie trotzdem. Naja. Okay. Lass uns einmal, wir gehen ein bisschen ins Detail. Erster Punkt, wirklich Daten. Wir haben jetzt angeschaut, wie viele Daten produzieren wir eigentlich so. Es gibt unterschiedlichste Zahlen. Ich habe jetzt einmal 20 Gigabyte pro Person und pro Jahr hingeschrieben in die Industriestaaten. Täglich werden, was ich jetzt das letzte rausgelesen habe, von IBM ist das veröffentlicht worden, 2,5 Millionen Terabyte Daten werden pro Tag produziert. Und die Tendenz ist wirklich sehr stark steigend. Ich sage einmal, da wird wahnsinnig viel Rauschen und sonst was dabei sein. Aber wir generieren jeden Tag Unmengen von Daten. Wenn wir uns anschauen, US-Firmen haben 2015, wenn man es durchdividiert, 200 Millionen Dollar Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn damit gemacht. Das heißt, wir machen wirklich, das ist, und da kommen wir dann eher hin, für mich werden Daten im Prinzip die neue Währung. Es hat immer geheißen, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Werden das nicht irgendwann sogar unsere Währung werden, mit dem wir bezahlen? Werden wir irgendwann einmal in ein Restaurant gehen und sagen, okay, da sind meine Essgewohnheiten der letzten 2 Jahre drauf und ich wohne genau ums Eck, ich gebe denen 2 Jahre Essgewohnheiten von mir und die kriegen gratis Abendessen. Ob das gut ist oder schlecht ist, mag ich mal dahinstellen, aber vielleicht geht es irgendwann einmal dorthin. Und um ehrlich zu sein, hätte ich da gerne eine Open-Source-Alternative, wie ich meine Daten speichern und verwalten kann. Vielleicht auch nachvollziehen kann, wer was macht mit den Daten. Andere Geschichte ist es noch, ich kann mich noch erinnern, mein letztes Studium habe ich glaube ich 2006 abgeschlossen, mein Wirtschaftsstudium, und ich war irgendwie total stolz, ich habe dann 1 Gigabyte USB-Stick gehabt und da habe ich wirklich alle meine Uni-Arbeiten, alle Sachen, sogar Fotos und so weiter drauf gehabt und mir das total taugt, ich habe das in meiner Tasche gehabt, ein USB-Stick, wo alles drauf war. Ich glaube, seit 2008 ist das nicht mehr möglich. Die Daten, die wir haben, sind überall verstreut. Wir wissen es wahrscheinlich teilweise gar nicht. Sei es jetzt in irgendwelchen E-Mail-Postfächern unter unterschiedlichsten E-Mail-Accounts, sei es jetzt auf einem Google Drive, auf Fotos auf Instagram, Postings auf Facebook oder sonst irgendwas. Das Ganze ist total verstreut. Ich kann mich einfach nur erinnern, was es für ein gutes Gefühl war, diese Daten irgendwie bei der Hand zu haben. Deswegen auch, warum ich zumindest ist eine meiner Hobbys, wo ich sage, okay, ist es eigentlich wieder möglich, alle meine Daten zurückzubekommen? Wirklich in meine 4 Wände. Weil wenn dann nämlich zum Beispiel jetzt irgendein US-Richter aus welchem Grund auch immer sagt, okay, der Fabianek verbreitet da irgendwelche komischen Ideen im Internet, schauen wir uns einmal an, was der für Daten hat, können die im Prinzip jederzeit in die Amazon Cloud gehen, sich meine Daten anschauen, ohne dass ich es überhaupt jemals erfahren werde.
dass sie die meine Daten angeschaut haben. In Österreich brauche ich zumindest einen richterlichen Beschluss, dass der an meine Tür klopft und reingeht und sagt, okay, ein Richter hat gesagt, ich möchte mir die Daten jetzt ansehen und dann weiß ich das zumindest. Ich meine, wenn ich einen Blödsinn mache, ja, sollen sie das anschauen, aber um ehrlich zu sein, ich hätte gern wieder diese Kontrolle darüber zurück. Ganz was Tolles, was uns jetzt der große Wettbewerbsvorteil in der EU bevorsteht, 25. Mai 2018, die Datenschutzgrundverordnung, da freuen sich manche ganz besonders darüber. Und zwar, was Sie da sagen, das geht jetzt wieder auf diese informationelle Selbstbestimmung von Deutschland eigentlich zurück. Diese Daten in der EU gehören den EU-Bürgern. Das heißt, ich kann dann die Firmen, mit denen ich interagiere, sei das jetzt beim Merkur, wenn ich einkaufen gehe, bei der Post, wenn ich Briefe verschicke, bei Willhaben, wenn ich dort irgendwas angeboten habe, kann ich denen schreiben und kann sagen, bitte, ich weiß, ich habe diese Daten davon, stellen Sie mir die zur Verfügung. Das konnte ich jetzt auch schon. Bis jetzt war es aber so, dass ich dann einfach ein Packen Papier zurückgekriegt habe und ja, ich hätte es einscannen können und so. Dann wird es so sein, zumindest in der EU-Vorlage, dass das Ganze digital zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, woran wir bei On Your Data schon heftigst dran arbeiten, ist eine App, so wie man es jetzt gesehen hat, und da hackelt ihr dann nur mehr an für die einzelnen Firmen. Ich möchte vom Kreditschutzverband, von Willhaben und von der Post meine Daten haben und wir schicken dann automatisiert per Fax, ja, es ist 2017, aber trotzdem ist das noch irgendwie die Kommunikationsform, die Firmen akzeptieren und sagen, ich habe mich authentifiziert mit einem Bild von meinem Pass, den ich in die Webcam halte, ich bin diese und diese Person, ihr wisst, ihr habt diese und diese Daten von mir, stellt mir die innerhalb von 6 Wochen oder was auch immer die Fristen zur Verfügung, und zwar das ist mein Datentresor, da habt ihr einen eindeutigen Token, da könnt ihr nur ihr zur Verfügung stellen und das sind dann meine Daten. Und das ist ganz was Tolles. Also im Prinzip, wenn in der USA oder so, ist es ja so, dass die Facebook, wenn ich dort ein Posting mache, gehören die Daten eigentlich Facebook, steht da auch drinnen. Das ist in der EU nicht erlaubt. Das sind meine Daten und die müssen es rausrücken. Und zum Glück haben wir an Max Schrems und solche Leute, die sich genau angeschaut haben und gesagt haben, welche Daten haben denn die? Weil es gibt schon die Tools bei Google und Facebook, wo man was runterladen kann. Aber da kriege ich wirklich nur einen ganz einen kleinen schmalen Ausschnitt von dem, was sie eigentlich haben. Und ich freue mich wirklich schon auf den 25. Mai oder am 26. Mai dann. Wenn dann auch hoffentlich möglichst viele Leute so ein Tool benutzen und dann kriegen die was nicht. Im Moment sind es vielleicht 10 Anfragen, die pro Monat kriegen. Mit so einem Tool kann es dann sein, dass die 100 Anfragen pro Tag bekommen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen subversiv, wird vielleicht auch manche Leute eher hart treffen, die das Ganze dann implementieren müssen auf der anderen Seite. Aber ich finde, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir von On Your Data tragen zumindest ein bisschen was bei, dass den Firmen zumindest bewusst wird, sie haben personenbezogene Daten und die gehören nicht ihnen, die gehören uns. Und für das müssen wir was machen. Was haben wir auch gelernt bei On Your Data? Dieses App-Konzept, wenn es vielleicht auch ganz hübsche Bildchen und so weiter sind, funktioniert nicht wirklich. Sehr wenige Leute können da wirklich interagieren. Über das, was wir jetzt ja gerade nachdenken, ist, dass wir sagen, okay, schau her, du hast da dein Leben, das soll irgendwie die digitale Straße sein, ist noch nicht sonderlich toll, das Bild, ich weiß eh, aber das Beste, was wir im Moment haben. Und da gibt es einfach Bereiche in meinem Leben. Und wenn ich so sage, ich logge mich in meinen Datentresor ein, sagt mir der einmal als erstes, okay, welche Bereiche in deinem Leben möchtest du überhaupt Daten sammeln? Ganz wichtig, im Moment sind unsere Apps oft nur darauf beruht, dass ich halt jetzt manuell meinen Kontoauszug runterladen muss, um das Ganze, um diese Daten in den Datentresor zu bekommen. Es ist ganz wichtig, dass wir einen großen Fokus darauf legen, dass es alles automatisiert passiert. Ich finde es auch komisch, dass jetzt wirklich meine Credentials für ein Easybank-Konto jetzt wirklich dort einzugeben. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt wirklich daheim bei mir auf meinen Rechner rennt oder so und der loggt sich dann einmal am Tag ein und saugt einfach die letzten Kontobewegungen runter. Das muss automatisiert auf jeden Fall gehen. Wichtig ist, was wir da machen wollen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also wirklich von der Datenbank, wo es gespeichert ist, bis zum Client verschlüsselt. Und eine Überlegung, wo wir ganz stark dran sind, wenn ich jetzt wirklich Daten zu einer Währung machen möchte, das Ganze in der Blockchain zu stecken. Dass ich wirklich genau mitschreibe, heute am 5. Mai habe ich von meinen Sensordaten in meinem Haus diese Temperatur gelesen. Ich habe jetzt bei meinem Auto dieses Fahrverhalten gehabt und laden wir das Ganze runter. Das heißt, dass ich nachvollziehen kann, zu welcher Zeit hatte ich welche Daten und wie habe ich die gewonnen. Das heißt nicht mehr wie ein Bitcoin, dass ich sage, okay, ich habe da jetzt einfach nur einen Wert irgendwie virtuell dazu gepackt, sondern genauso wie ich Öl habe, dass ich dann ein Brent-Öl und ein Western-Texas-Öl oder so habe, wo ich dann im Prinzip Konglomerate von Daten machen kann, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, meine Daten über eine Blockchain gesichert nachzuweisen, das sind meine Daten, und die möglicherweise mit jemandem zu tauschen.
Ist also noch ein bisschen ein fernes Konzept. Wir schreiben aktuell gerade jetzt da einen Antrag, Projektantrag dazu, das wirklich umzusetzen. Aber ich konnte mir das eine sehr spannende Möglichkeit vorstellen, wirklich der ganze Economy draus zu machen. Vielleicht kennen Sie ein paar, es gibt ja aktuell die Data Market Austria, wo wirklich dann versucht wird, einen Markt zu bauen. Und da kommen wir dann eher dazu, inwieweit ist es gut eigentlich, solche Märkte zu bedienen, soll man sich von denen fernhalten, was kann man überhaupt mit Daten machen. War jetzt ein bisschen die Datengeschichte. Ein paar Worte über Algorithmen, wieder sehr viel von Weapons of Mass Destruction entnommen. Warum sind die Algorithmen heute so gefährlich? Früher war es halt so, man hat irgendwie einen Scharlatan gehabt, der halt irgendwie von Dorf zu Dorf gezogen ist und hat halt irgendwie so seine Wundermedizin oder so verkauft und der hat genau gewusst, wann er mit jemandem redet und irgendwie mit der Bayerin, wenn sie die Hand beim Lachen vor dem Mund hält, hast gewusst, okay, sie hat wahrscheinlich schlechte Zähne gehabt und der hat ihr dann sofort erzählt, ja, wenn du das eine Woche lang trinkst oder so, werden deine Zähne wieder schön, weil dann waren eh schon weiter. Das Problem, was wir im Moment haben mit den Algorithmen, dieser wahnsinnige Scale, wo dieses Ausmaß, wo sie eingesetzt werden, die werden einmal entwickelt und dann zum Beispiel, was wurde da angeführt, für irgendwelche Strafvollzugsanstalten, wie gehe ich jetzt mit den Häftlingen um? Und am nächsten Tag wird das eingesetzt im HR-Management, wie manage ich jetzt meine Mitarbeiter? Im Prinzip, diese Algorithmen werden plötzlich einfach wie ein Tsunami auf uns losgelassen und durch die Infrastruktur, die wir einfach zur Verfügung haben, laufen die auch überall und beeinflussen unser tägliches Leben überall. Und zwar jetzt nicht mehr irgendwo lokal, weil sich das einer überlegt, sondern es wird einfach wie ein Tsunami auf uns loslassen. Eigenschaft ist, dass sie sehr wohl eben komplett undurchsichtig sind. Sie sind normalerweise nicht offen. Wir wissen nicht, warum wir da jetzt da irgendwie eingeteilt werden in gewisse Gruppen und irgendwie unseren spezifischen Preis für irgendwas bekommen, wo dann wer andere, der sich einloggt auf die Seite, ganz einen anderen Preis kriegt. Wir verstehen sie nicht im Prinzip. Und was ganz was Gefährliches ist, diese Feedback-Loops, die die Algorithmen inzwischen entwickelt haben, diese selbsterfüllenden Prognosen. Ein Beispiel, das sie bringt, ist 1982 hat in den USA, US News, glaube ich, hat die Zeitschrift geheißen, die erscheint wöchentlich, hat ein College-Ranking eingeführt. Und dann einfach gesagt, okay, wir sammeln gewisse Eigenschaften von Colleges, wie viele Leute bewerben sich, wie viele scheiden nach dem ersten Jahr aus, wie viele Kredite nehmen sie auf, wie viele werden fertig, wie viel verdient man dann im ersten Jahr, hat man überhaupt einen Job nach zwei Jahren, wenn man dort war. All diese Sachen haben die gesammelte Daten und haben ein Ranking daraus erstellt. Das ist ein riesiges Business geworden in den USA von dieser kleinen Zeitschrift und die sind extrem mächtig damit geworden. Es ist eine ganze Industrie bereitet inzwischen Studenten darauf vor, wenn sie sich bei einem College bewerben, wie sie sich genau die Bewerbungen machen müssen, was irgendwie schon in welche Highschool sie gehen müssen und so weiter. Und der Obama hat dann gesagt, okay, es kann nicht sein, dass irgendeine private Institution eine derartige Macht über das ganze Bildungswesen in den USA hat und wollte ein Government Ranking machen. Das Interessante dabei war, sogar die Colleges selbst haben sich dagegen gesperrt, weil sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir uns 10, 15 Jahre darauf eingestellt, wie wir mit diesem Ranking umgehen. Wir glauben jetzt, wir wissen, was wir machen müssen, dass wir ein höheres Ranking bekommen. Wir wollen kein zweites Ranking. Das macht uns einfach nur noch mehr Arbeit im Prinzip. Und er hat es nicht durchgebracht. Und dann hat der Obama was sehr was Cleveres gemacht, also was sehr was Ähnliches ist, was wir im Prinzip bei On Your Data machen. Er hat gesagt, gut, dann starte ich jetzt eine Webseite, wo ich alle diese Daten offenlege von allen Colleges, die es in den USA gibt. Ich sage jetzt einfach, all das, was ich aufgezählt habe, diese Attribute stehen dort frei zur Verfügung und jeder kann sich selbst seine eigene Meinung machen. Also mündige Internetbürger, jetzt dann nicht einfach für ihr einmal im Jahr dieses US News Artikel zu kaufen und zu sehen, okay, mein College, auf das ich gehe, ist jetzt unter die Top 50, sondern ich kann mir anschauen, wie viel möchte ich jetzt eigentlich, mache ich einen Kredit aufnehmen, wie wichtig ist es mir, dass ich irgendwie einen Job nach zwei Jahren habe und ich kann mir das selbst irgendwie die Meinung bilden. Und ich glaube, das ist sehr was Wichtiges, erstens um eben transparente Algorithmen zu haben, die Daten dahinter zur Verfügung zu haben, und zwar die gleichen Daten für alle, und dann, wie gesagt, Ergebnisse selbst zu interpretieren. Wie soll das Ganze dann bei On Your Data ausschauen? Im Moment ist es ja eben so, man hat dann seine Apps, kann sich dann diese Auswertungen anschauen,
was wir gesehen haben, funktioniert nicht so gut. Aktuell sollte, also in der nächsten Version sollte es dann so ausschauen, man bekommt dann periodisch zum Beispiel alle 2 Wochen Reports zugeschickt aus all den Daten, die man jetzt gesammelt hat, und der sagt, okay, ich habe speziell erkannt, du bewegst dich so und so viel, das liegt jetzt ein bisschen unterm Schnitt, schau mal, ob du nicht ein bisschen mehr machen möchtest, deine Finanzausgaben liegen irgendwie in einem gewissen Bereich, das schaut ganz gut aus, oder jetzt ist Mitte des Monats, du bist schon ein bisschen drunter. Das heißt, ich kann mir das immer anschauen, wie schaut meine Datenlage aus, wie gehe ich mit meinen Daten um. Und das andere, wir haben auch iOS und eine Android-App, dass du Push-Benachrichtigungen bekommst, wenn du jetzt ganz arg aus irgendeinem Grenzen rausfällst, wenn du jetzt sehr viel Geld ausgibst, wenn du jetzt, ich weiß nicht, irgendwie von Bewegungsdaten, dass er sagt, heißt, jetzt hast du überhaupt schon ganz lange nichts mehr gemacht, jetzt beweg dich doch einmal. Also wirklich irgendwie entweder die Leute genau zu erwischen, wenn sie die Daten produzieren, beziehungsweise auch so alle 2 Wochen sie mal hinzusetzen und zu schauen, wie schaut denn mein Leben von der Datenseite her aus. So, ist schon der letzte Bereich jetzt, wie schaut es mit den Märkten aus? Wunderbares Buch von Wolfi Christel und Sarah Spickermann, Networks of Control, das ist letzten Herbst rausgekommen. Also da haben wir wirklich Experten hier auch bei uns in Österreich. Und was sie da ganz stark ankreiden, ist im Prinzip, seit der Einführung des iPhones 2007 funktioniert der internationale Datenmarkt nicht mehr auf so Kohortenanalysen, dass ich sage, okay, das ist Leute, die wohnen jetzt im ersten Bezirk, zweiten Bezirk, dritten Bezirk, sondern auf den einzelnen Benutzer. Jeder, jeder Einwohner eines Industriestaates wird wirklich inzwischen individuell erfasst. Welche Webseiten besuche ich, was habe ich für Credit Rating, wo habe ich irgendwelche Postings in Facebook gemacht, und es führt dazu zu einem extremen Ungleichgewicht. Wenn ich jetzt zu irgendeiner Firma gehe und irgendwie dort bei denen ein Produkt kaufen möchte, wissen die wahnsinnig viel über mich, und ich weiß bei weitem nicht einmal so viel über mich selbst wie die Firma über mich. Also das ist das, was sie ganz groß angeißeln. Es gibt dieses Redlining. Wenn ich zum Beispiel, das war damals am Beginn der Handy-Ära ein bisschen die Geschichte, wenn ich irgendwie einen Vertrag abschließen wollte, haben die gesagt, nein, du bekommst den nicht, weil du einfach in der falschen Nachbarschaft gewohnt hast. Auf gewisse Angebote hatte man plötzlich keinen Zugriff mehr, und auch wieder diese undurchsichtigen Algorithmen, diese Daten, die sie über einen haben, dass sie einfach aus einem Markt ausschließen. Und das ganz Arge, was natürlich auch passiert, durch diese massive Vorhandensein von Daten, dieses Anreizsysteme, die geschaffen werden, wenn wir uns jetzt im Internet, vor allem im Internet bewegen, uns mit bestimmter Bewerbung im Prinzip zu bombardieren, damit wir gewisse Sachen machen. Und die wissen ganz genau, beim ersten Mal, wenn ich sehe, macht es noch nichts, beim zweiten Mal auch noch nicht, dann kommt noch eine dritte andere Werbung, aber sie wissen, beim 20. Mal, irgendwann dann haben sie mir und dann buche ich irgendwie diesen Urlaub oder kaufe genau dieses eine Buch. Also Amazon ist da das beste Beispiel. Muss nicht sein. Absolut nicht. Ja, es sind einfach falsche Daten, die irgendwann mal gespeichert worden sind. Wird keine Chance dagegen zu halten. Das ist auch einer der Gründe, wo wir sagen, okay, wir wollen wirklich Daten in eine Blockchain stecken, um dann nachweisen zu können und zu sagen, bitte, das sind die richtigen Daten. Ich kann nachweisen, wo habe ich es her, zu welchem Zeitpunkt waren sie die. Also um genau sowas entgegentreten zu können. Aber nicht schnell beweisen, weil ich beweisen muss, dass meine Daten stimmen. Aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wir werden als, ich meine, die Amerikaner sagen immer, der Markt wird das regeln. ich glaube nicht, dass wir als Konsument die Chance haben, das zu regeln, weil der Mensch faul ist. Ja. Aus dem Grund, weil der Mensch faul ist. Ich bin in einem Technikerumfeld aufgewachsen. Wenn ich meine 10 Freunde hernehme, sagen 8 oder 7 von den 10, mir ist egal, ja, weil ich will den Service benutzen. Und die Elektronik, also das Internetzeitalter hat so ein bisschen, the winner takes it all. Ja. Diaspora hat nicht verloren gegen irgendetwas, oder die hat einfach keine Chance, weil 2 Milliarden Leute in Facebook drinnen sind, ja, und 2 Milliarden plus 1 ist halt einfacher. Die Netzwerkeffekte haben sie erschlagen. Genau. Definitiv, ja. Und deswegen müssen wir es so einfach wie möglich machen, dass die Leute die Daten sammeln. Und in dem Moment, wo ich die Daten sammle, bekomme ich eine Marktmacht. Das wird jetzt nicht im ersten halben Jahr sein, das wird vielleicht nicht nach einem Jahr sein. Aber wenn wir 5 Jahre lang jeder unsere Daten sammeln, glaube ich, dass es eine gewisse Marktmacht ist.
der man sich dann nicht mehr entziehen kann. Und das ist jetzt dann eigentlich der Abschluss von dem Vortrag, wo ich sage, na okay, was wäre dann weitergedacht, wenn ich jetzt wirklich meinen eigenen Datenpool habe und ich erlaube jetzt Firmen, sie dürfen mir jetzt, also genau mit der Technologie, die wir im Moment verwenden, mir Docker-Container schicken, das sind dann diese undurchsichtigen Algorithmen und die laufen aber jetzt bei mir. Das heißt, sie können meine Daten analysieren, die sie ja sowieso auch haben, aber vielleicht habe ich einfach mehr Daten aus einer größeren Bandbreite. Und bei mir, ohne dass ich diese Daten hergebe, werden die analysiert und ich bekomme jetzt einen Vorschlag zum Beispiel für bessere Haushaltsversicherung, eine bessere Autoversicherung, die jetzt maßgeschneidert für mich entwickelt werden. Aber im Prinzip ist es nicht mehr so, dass die jetzt meine Daten haben, irgendwas ausrechnen und mir sagen, okay, möchtest du das haben? Sondern, ich fürchte, meine Zeit ist jetzt ja gleich aus, sondern sie können mir ihre undurchsichtigen Algorithmen zur Verfügung stellen, das wird bei mir gerechnet und ich entscheide mich dann, möchte ich diese Versicherung, möchte ich diesen Kredit, der mir da angeboten wird, oder möchte ich vielleicht, ich weiß nicht, von Durchblicker.at oder was, irgendein Angebot annehmen. Also wirklich diese Marktmacht zu verschieben zwischen auf der einen Seite wahnsinnig starke Firmen und uns als Kunden, wo wir keine Chance haben, dass wir sagen, wir haben die Daten selbst und ich entscheide selbst. Das ist das, wo wir im Moment drüber nachdenken, ob das jetzt ethisch ist, gerne eine offene Diskussion. Und solche Angebote würden wir dann heute halt jetzt in Reports einbauen, beziehungsweise dass man die heute halt dann dynamisch über Push-Benachrichtigungen aufs Handy kriegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade Skifahren bin, dass er sagt, okay, du bist ein Mann zwischen 25 und 45, da ist extrem hohe Gefahr, dass dich verletzt. Ich biete dir jetzt eine Tagesversicherung beim Skifahren an. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, wenn wir die Daten wirklich in der Blockchain haben und sagen, du darfst eben, du kannst in der Blockchain schauen, ja, da sind die Daten drin, sie sind verifiziert, sie sind bestätigt. Ja. Ja. Wir haben die Möglichkeit, nur Teile von den Daten freizugeben, wird das die Firmen alle nicht interessieren. Warum? Sie haben solange der etwas verheimlicht, ist das für mich wie falsche Daten. Na, dann habe ich nicht das ganze Bild, dann habe ich nicht alles, was ich kriegen könnte oder was ich früher gekriegt habe. Na warum? Sie haben ja Zugriff auf alle Daten, aber bei mir. Der Algorithmus hat Zugriff auf alle Daten. Die Firma hat nicht auf die Daten Zugriff. Und im Schadensfall hast du natürlich dann zum Beispiel ein Escrow Agreement, wo ich dann sagen kann, ja, du musst jetzt nachweisen, waren das wirklich deine Daten und über eine Blockchain könnte ich ja nachweisen, dass es meine Daten sind. Okay, aber auf die Gesamtheit. Ja, ja, auf die Gesamtheit der Daten. Aber das Ganze funktioniert nur dann, wenn das, was da steht, auch wirklich eintritt, nämlich Own Your Data. Genau, du musst es gehören. Ja. Und die haben keinen Incentive, auf meine Daten bei mir zuzugreifen, weil sie sonst gratis kriegen. Datenschutzgrundverordnung. Wir brauchen einen Gesetzgeber, der dann immer mehr die Firmen einschränkt, dass sie diese Daten überhaupt verwenden dürfen. Dann bin ich aber beim Own Your Data. Ja, ja, ich möchte auch für Own Your Data. Dann bin ich aber bei Copy Your Data. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da Daten sammle, die ich sonst gar nicht verwenden würde. Über, ich glaube, 57% der Amerikaner nutzen Dienste nicht mehr, weil sie Angst um ihre Daten haben. Und ich sage, ja, wir sind in einem digitalen Zeitalter. Verwenden wir unsere Daten, das bringt uns ja vielleicht weiter. Wenn ich es jetzt zusammenfasse, wir brauchen die informationelle Gewaltentrennung, lassen wir das, geben wir es jetzt den einzelnen Menschen in die Hand, sondern übernehmen wir selbst die Verantwortung. Eine mögliche Implementierung als Open Source, bitte wer Lust hat, meldet sich bei mir auf der Liste oder so, wer mitmachen möchte, es gibt genug zu tun, das ganze Sachen zu verwenden, und selbst wenn es nur als User ist. Und die große Diskussion, die wird es nach 2 Jahren führen, muss man die Daten-Economy eigentlich einbauen in so ein Konzept oder können wir einfach in unseren Elfenbeinturm bleiben und sagen, nein, wir wollen das Ganze perfekt machen. Was wir jetzt nach 2 Jahren gelernt haben, wir müssen irgendwie Firmen einbauen in dieses Konzept, nur dann glauben wir, dass es fliegen kann. Aber Sie werden von Unternehmen stehen mit Milliarden Kunden, der sagt, ja, das ist mein AGB, der nicht ist oder du gehst. Das gilt bei den Produkten nicht für anders. Warum? Es ist Open Source. Du kannst das anschauen und das... Doch, weil bei denen ist es zentral gespeichert, die Daten. Ich würde diese Dezentralisierung. Das ist der große Unterschied. Freedom to leave, but not to lose. Ja? Andererseits Open Source. Ja. Das heißt, eigentlich na, war. Macht dich durchsichtig und wir sagen nicht durchsichtig. Verstehe dich selbst durch Daten, aber gib sie nicht her. Wenn wir das in einem ersten Schritt halt nur die Kopien haben, ist es jetzt super optimal, aber das Beste, was wir im Moment erreichen können. Ja, aber du kannst dich mit Daten
Was kann das jetzt mehr als eine Excel-Liste von mir, die das genau das gleiche macht? Also die Excel-Liste kann nicht die Algorithmen bereitstellen für Machine Learning, für irgendwelche Predictions und sonst etwas. Das kann ich nicht verlangen von den Leuten, dass sie diese Algorithmen verstehen und selbst implementieren. Und ich möchte ihnen die gleichen mächtigen Tools, die die Silicon Valley Startups haben, möchte ich jeden Einzelnen in die Hand geben. Bitte auf GitHub gehen, stehen zur Verfügung. Ja. Letzte Frage. Eher ein Statement zum Nachdenken. Freie Wahlprodukte ja. Ich behaupte jetzt, wir können nur das wählen, was uns die Economy quasi anbietet. Mhm. Richtige Wahl, was wir wirklich benötigen, gibt es nicht. Und woher kommt diese Auswahl? Eben aus der Korrelation aller Userdaten, aller unterschiedlichster Userdaten. Darum finde ich es dieses Projekt interessant, inwieweit die Firmen darauf einsteigen werden. Wir schauen jetzt, ob wir ihn finden. Bei mir zu rechnen, hat die Firma davon, dass sie mir ein Buch verkauft, mehr nicht. Denen fehlt, behaupte ich, ein Großteil ihrer eigentlichen marktwirtschaftlichen Sichtweise auf die alle Daten. Und das Einfahren Ja, die Sache ist, bei einem Datentresor haben Sie ein viel breiteres Datenspektrum, worauf Sie zugreifen können. Ich glaube, Sie können viel maßgeschneidertere Produkte entwickeln, weil normalerweise kaufen Sie halt von irgendwelchen Data-Broker zusammen und haben jetzt einen Teil von meinem Leben. Bei mir hätten Sie alle Daten, nur Sie können nicht zugreifen auf die. Sie können sie verwenden, um mir ein Angebot zu machen, aber es ist quasi eine Trennung. Warum? Sie kommen ja nie hin zu den Daten. Eben, das wäre das, was wir anders machen. Bitte. Achso, wir dürften immer fragen. Also eine Frage geht noch. Was ich irgendwie da nicht verstehst. Also ich glaube, Daten alleine an sich sind es nicht, wenn die Algorithmen nicht transparent werden. Mhm. Weil auch wenn ich jetzt meine Daten hätte und dann kommt ein Docker-Container, der wieder Binary hat und irgendetwas drüber rasselt, dann muss ich ja auch wieder Vertrauen haben. Entweder eine Reputationsschaden der Firma, dass sie jetzt nichts Falsches macht, die Firma kann genauso wieder machen. Was ich ja gerne haben möchte als Person, ist eigentlich die, meine persönlichen Daten der Crowd zur Verfügung stellen, anonymisiert, damit ich einen Mehrwert schaffe, damit ich auch wieder das bekomme. Mhm. Zum Beispiel Handydaten von meinem Wetterdaten. Meine Positionsdaten, mein Wetterdaten, ja. Aber in einer anonymen Art und Weise. Aber dazu brauchst du es einmal selbst, damit du es überhaupt teilen kannst. Und da haben wir jetzt einmal ein Framework gebaut, wie du überhaupt selbst Daten speichern kannst, um sie dann auch zu teilen und gern alles damit zu machen. Aber vielleicht in einer Blockchain, damit du nachweisen kannst, das waren einmal meine Daten. Damit du nachträglich rausfinden kannst, wenn die jetzt irgendwie durchs Internet wandern oder so, waren das einmal meine Daten und jetzt irgendwelche Auswertungen damit gemacht werden. Dass ich rausfinde, na, wo bin ich denn da jetzt eigentlich kategorisiert, wo passiert denn das Ganze? Ich glaube, das PDF wird jetzt zur Verfügung gestellt. Ja, schaut mal auf die Seite On Your Data, wann mich wer kontaktieren möchte, bin sicher eine Viertelstunde da oder schreibt es mir gerne über Feedback. Ich weiß, es ist ein kontroversielles Thema, aber wir würden es gerne vorantreiben und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, wenn wir aufgeklärte, mündige Internetbürger werden wollen. Die Aufklärung steht aber noch vor uns, fürchte ich. Bitte. Ja? Der kann zwar, also die Firma kann zwar mit einem Docker auf die Daten zugreifen. Mhm. Ja, bei mir, der Docker-Container rennt auch bei mir, ja? Aber er kann nicht korrelieren mit anderen Kunden. Nein, das kann er nicht. Und das ist ein großer. Das muss er sich vorher überlegt haben. Das ist eine große Anwendung. Mhm. Ja, das nehme ich ihm nicht ab. Ist da ausgeschlossen. Und damit ist großer Mehrwert von diesen Big Data Anwendungen voll. Ja, ich nehme mal an, Sie werden die Modelle sowieso draußen trainieren. Es gibt ja nur Daten da draußen. Und dieses Modell enkodieren Sie in einen Docker-Container und der rennt dann bei mir. Das ist das, was wir gerade rausfinden zu versuchen. Nein, man, ob das mathematisch geht. Ja, also da bin ich durchaus zuversichtlich. Jetzt gehen. Gehen wir mal ein Abendessen? Hm? Gehen wir mal ein Abendessen? Ja. Trotzdem, was du bei Wilke haben oder so magst. Also vor allem auch. Oh, danke schön. Danke. Danke fürs Interesse. Ja, ich meine, ich mache jetzt einmal Ist-Zustandserhebung. Es ist leider erschreckend, wie viele Systeme es gibt. Ja, gewachsene Firma, durchaus. Da gibt es natürlich. Muss man schon mit abbauen, anscheinend schon, sonst sind die.